möchte einfach wirklich zu diesem Bericht ein paar Fakten festhalten. Also es gibt immer grundsätzlich überhaupt nichts zu beschönigen, das ist einmal ganz klar. Aber in dem Bericht sind einfach zwei Dinge untersucht worden. Einerseits, wie hat sich das 10-Punkte-Programm ausgewirkt, das ja eine Folge der letzten Gebarungseinschau war. Und zweitens, wie stellt sich die finanzielle Lage der Stadt heute dar? Und da möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass das auch wörtlich drinnen steht. Durch die Einleitung von Sanierungsmaßnahmen konnte, und dies ist sehr positiv hervorzuheben, eine Verschuldung bzw. Verschlechterung der Stadtfinanzen verhindert werden. Und das in dieser Phase, wo, wie wir alle wissen, 2009, 2010, also alles aus dem Ruder gelaufen ist. Das wird wirklich positiv hervorgehoben. Trotzdem, und das ist der zweite wichtige Punkt, haben wir, nach wie vor, der Bürgermeister hat es angeschnitten, ein strukturelles Problem. Wir uns fehlen im ordentlichen Haushalt, wenn man alle Einmaleffekte wegrechnet, 1,5 Millionen Euro. Das heißt, Finanzspitze. Das ist das im Wesentlichen, diese Finanzspitze. Ja. Wir haben das schon damals deutlich reduziert gehabt, aber wie gesagt, man ist eigentlich dem Ganzen dann eigentlich, man soll nicht jammern im Nachhinein, so wie es ist, ist es, aber das ist alles ziemlich aufgefressen worden. Was wir jetzt machen wollen, ist einfach wirklich dieses strukturelle Problem ein für alle Mal angehen. Das haben wir immer gesagt. Wir haben auch während dieser Phase, dieser schwierigen Phase weiter investiert. Bürgermeister hat es eh gesagt, egal ob Kraftwerk, was ja oder den Haushalt nicht belastet, aber das Heimatmuseum, Schulen, Kindergärten und so weiter. Aber jetzt wollen wir einfach wirklich dieses strukturelle Problem, diese 1,5 Millionen Euro auch für alle Mal erheben. Es hat das Land dazu auch Vorschläge gemacht, wie das zu machen ist, und zwar die gleichen Vorschläge, wie sie für alle anderen niederösterreichischen Konsolidierungsgemeinden gelten. Die schauen wir uns wirklich im Detail an. Werden wir uns anschauen, was da davon auch Sinn macht. Wir wollen dabei einen neuen Weg gehen. Wir haben uns bereits im Vorjahr, waren wir in einer Exkursion mit anderen niederösterreichischen Städten in der deutschen Stadt Fürth. Die Stadt Fürth ist Nachbarstadt von Nürnberg und haben vor einer ähnlichen Herausforderung einen neuen Weg beschritten, und zwar haben sie die Methode der Syntegration mit der Unternehmensberatung Fregen und Malik äußerst erfolgreich angewandt. Das Ganze ist auch jetzt mittlerweile in Tulln bereits umgesetzt worden, und wir haben nach wie vor sozusagen das Entgegenkommen des Landes, uns hier bei diesem Prozess zu unterstützen. Was ist vielleicht das Besondere daran? Da geht man, wenn man so will, wirklich drei Tage in Klausur und nicht politisch, sondern mit allen Interessensvertretungen, mit den Leuten, die von einem Stadtbudget, das ist ja nicht irgendwie ein politisches Budget oder ein Magistratsbudget, sondern das ist ja eigentlich dazu da, für die Waldhofener das Beste zu schaffen, für die Waldhofener zu investieren, dass man also da wirklich mit allen Beteiligten, wie ja immer dieser Querschnitt dann ausschaut, mit Vertretern von Vereinen, mit Vertretern von Schulen, mit Vertretern von Kindergärten, also mit all diesen Institutionen, sich 2 bis 3 Tage in Klausur begibt und dort dann wirklich ein Maßnahmenpaket da ist, mit dem am Schluss dann alle können, wo alle mitgearbeitet haben und wo auch verbindliche Umsetzungsmaßnahmen, und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, auch konkrete Termine drinstehen. Das heißt, das, was wir da machen wollen, soll nicht nur ein Papier sein, sondern wirklich mit allen gemeinsam erarbeitet, verbindlich sein, damit wir sozusagen jetzt wirklich dieses strukturelle Problem auch für alle Menschen der Welt schaffen. Wir werden das also diesen Vorgangsweise jetzt dann auch einmal natürlich auch den anderen Fraktionen müssen wir das einmal vorschlagen, das ist ganz klar, das bin ich mir so gesagt. Aber das erscheint uns wirklich als sehr sinnvolle und erfolgversprechende Methode, wie wir das einfach als Stadt gemeinsam dort machen können. Wenn du gefragt hast, was sind Möglichkeiten? Es sind in diesem Einschaubericht Möglichkeiten und Vorschläge enthalten. Nur, dass ich nochmal viel kriege dafür. Es steht da, dringender Handlungsbedarf und alle Möglichkeiten zu nutzen im Bereich aus der Parkraumbewirtschaftung. Das heißt, Kurzparkzone, Parktext, grüne Zonen sowie Cityfuß. Da haben wir einen riesen Abgang. Dementsprechend, das ist eine Variante, das muss man sich genau anschauen. Dann ist natürlich Reduktion der Subventionen sind drinnen als Möglichkeit. Es ist drinnen, die Einnahmemöglichkeiten aus Abgabensteuern und Gebühren sinnvoll auszuschöpfen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Oder gebührendeckend zu führen, betrifft aber auch Märkte, Lustbarkeitsabgaben und so.
Vorauszahlung von Ausschließungsabgaben. Auch das ist denkbar. Wir haben Grundstücke, die sind sozusagen als Bauland gewidmet, solange aber nicht gebaut wird. Wir haben die ganze Infrastruktur hingelegt, keine Ausschließungsabgabe. Also auch das ist eine Maßnahme, die niederösterreichweit sonst sehr gut gemacht wird. Dann haben wir eine klare Liste von Einrichtungen im Gemeindebudget mit einem Abgang. Ja? Diese Liste werden wir uns ganz genau anschauen. Das ist ganz genau Einnahmen, Ausgaben, grundsätzlich natürlich einmal, allein nicht dort, 2,5 Millionen. Die werden wir durchgehen. Die werden wir genauestens durchforsten. Es ist da, Herrinnen, wir müssen uns den Forstbetrieb zum Beispiel anschauen. Ja, wir haben Waldbesitz, aber kriegen wir aus dem Waldbesitz, also aus dem Verkauf so viel, was wir eigentlich in den Betrieb hineinstecken? Ist das eigentlich in Ordnung? Wir haben Fischereirechte, wir haben Grundstücke. Steht eindeutig da, Grundstücke und Gebäude sind zu prüfen. Und wann gegebenenfalls zu veräußern, also da steht ja das auch drinnen, sehr wohl Einmaleffekte. Wenn es nichts bringt, ich denke jetzt an zum Beispiel das Wintergebäude, das war nur eine Krücke, auch wenn es an die Gesellschaft verkauft worden ist, aber jetzt ist es saniert und ist wieder belastet den Bürger nicht in dem Haushalt, steht aber zur Verfügung. Thema Kropfhaus, nicht? Ist verkauft, ist jetzt über Umwege wieder an einen Beethovener gekommen, also solche Dinge stehen drin, das zu prüfen. Große Möglichkeit. Der Elternbeitrag in der Musikschule liegt derzeit bei 24%. Das Land sagt erst immer, Entschuldigung, ihr schenkt das her. Wir sind nicht bereit, dafür euch dann zu unterstützen, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht. Hier gibt es ganz klar den Auftrag zu einer Drittel-Drittel-Drittel-Lösung. Wir, die Stadt, liegt bei 40% Beiträge. Da müssen wir drüber reden. Essen auf Rädern ist dezidiert angeführt, dass dort kostendeckende Beiträge vorgeschlagen werden. Der Kindergartentransport. Also das ist diese Liste, was uns das Land mitgemacht hat und gesagt hat, schaut euch das an. Da sind die und die Möglichkeiten da. Also ich hoffe, dass das wirklich auch als spannend angenommen wird und dann, wenn man den Erfolg darin sieht, dass wirklich dann alle an einem Strang ziehen. Dass man dann wirklich sagt, wir haben. Beim 10-Punkte-Programm haben wir es ja auch geschafft. Wir haben alle miteinander gesagt, ja, wir. War einstimmig. Mir kommt vor, jetzt ist einfach die Zeit da, wo einfach die Demokratie selber sich ziemlich wandelt offensichtlich. Ich glaube, wir alle stehen hinter einer repräsentativen Demokratie. Aber es geht einfach nicht, es sind die Zeichen der Zeit einfach anders. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, der Erfolg ein anderer sein kann, wenn man Elemente, und zwar die richtigen Elemente, wobei man das nicht weiß, was richtig ist, die richtigen Elemente der Bürgerbeteiligung ein.